Hast du schon einen Goldskin? Definiere Goldskin. Ich habe ein paar Farben. Meinst du so wie das goldene Würstchen? Oder meinst du die für die Krone? Die für die Krone habe ich keine. So viel habe ich nicht gegrindet. Ich habe eine goldene Wurst irgendwo hier. Da. Einen goldenen Hotdog. So wie der goldene Wolf? Nee. Die 20 Millionen Kronen grind ich nicht. Bin doch nicht wahnsinnig. So, was ist die Aufgabe für heute? Spring 10 Mal. Es ist auch aktiv, dass man dreimal so viel Erfahrung kriegt. Und das ist gut, weil ich will Fall Guys spielen, weil ich den Pass hier fertig leveln bin. Ich bin Level 27. Und ich möchte Level 43 erreichen, damit ich das Lila-Schwarz bekomme. Das ist das Wichtigste für mich. Theoretisch will ich es fertig machen, um den Ghost of Tsushima-Skill noch fertig zu haben, weil ich Ghost of Tsushima sehr gerne mag. Aber 43 ist so mein Goal. Aber das sind halt schon, ne? Also am meisten lohnt es sich halt, die Dailies zu machen. Let's go. Fall Guys. Spielen wir einfach ein paar Runden. Grind für die Shader ist back. Ja, warte, ich schiebe mich kurz zur Seite. Deswegen ist der Ton gerade weg. Will nur nicht zu sehr über dem Spiel hängen. So. Einfach jede Runde gewinnen und du hast es ruckzuck. Schön wäre, wenn es so einfach wäre. Denno fand, ich habe doch Overwatch 2 Videos auch ein paar gebracht. Da rede ich doch darüber. Aber ja, ist deine die Antwort einfach im Prinzip. Klar. Zum Stonks. Ja, wäre eine Idee für einen Emote, so ein Stonky-Mode. Boah, aber ich weiß nicht, ob er das Gesicht gut rüberbringen kann. Yes, please. Ghost of Tsushima war ein geiles Projekt. War einfach ein geiles Spiel. Aber ja, am Ende war es irgendwie auch ein Projekt. Ein bisschen leise, Fall Guys, oder? Ich höre die Musik selber kaum. Wahrscheinlich habe ich mal irgendwie nebenbei, während ich Videos geguckt habe, gespielt und habe die Musik einfach ultra leise gedreht. Ich höre einfach gar nichts. Ja, warte. Ton. Musik ist... So. Was besser? Zu laut? Oder ist in Ordnung? Nein, alles dodgen. Perfekt. Ja, wer Vollgas nicht kennt, ne, es geht aber darum, aber möglichst viele Runden zu gewinnen, schön weit zu kommen, Gamer zu sein, zu gewinnen, eine Krone zu bekommen. Viel springen, gut durch die Maps kommen. Passt, ist in Ordnung? Okay. Okay, ein bisschen spät gelandet, aber ja, Top 20. Obwohl ich einfach ins Menü gegangen bin zwischendurch. Leute runterwerfen nicht vergessen? Ja, stimmt. Auch ganz wichtig. Kann sogar noch ein bisschen lauter. Nee, der Windsound war gerade schon echt laut. Was denkst du, kommt in der nächsten Season? Haben sie doch alles schon gezeigt auf Twitter. Ich habe mir ein paar der Spieler noch nicht angeguckt, weil ich mich so ein bisschen überraschen lassen will. Ja, was ist denn für ein Computer da neben mir? Richtig fetter Block. Die anderen Skins kenne ich alle größtenteils, würde ich sagen. Ja, kommt mir jetzt nicht so neu vor. Benutzt du die Fader-Regler bei deinem... Was ist ein Fader-Regler? Also, um den Ton umzustellen, benutze ich die, aber das ist nur für mich selber, nicht für den Stream stelle ich da den Ton um. Wenn mir was auf den Ohren zu laut ist. Kannst du mal Toni beibringen, wie sie einen Win holt? Ja, einfach Erster sein. Dieser Charakter, danke. Ja, am 21. ist es Free-to-Play, das Spiel. Und dann startet Season 1. Also einfach ein Reset fürs Game, so gesehen. Airbone hat die Emotes gefunden, die ich gemalt habe. In dem Spiel geht es darum, man muss in dieser Zone bleiben. In dieser gelben, die so durch das komplette Gebiet geht. Und das geht am einfachsten, indem man einfach nicht runterfällt. Wer hätte es gedacht. Wenn man runterfällt, muss man nämlich erstmal
Ja. Hallo. Oh mein Gott. Wieso bin ich noch oben? Ah! Okay. Muss man nochmal neu reinklettern. Aber immer die rechte Seite nehmen. Ja. Bitte schön oben bleiben, bitte schön oben bleiben. Bis oben 100% sind. Und dann ist man weiter. Ja! Epic Win. Braucht jetzt schon mehr als 24 Stunden für 3 Wins. Ja, ich habe mitbekommen, dass auf der Startseite irgendwie ein paar Leute Fall Guys spielen. Ich habe gestern eine Runde gespielt, mal nach Ewigkeiten, und die erste war ein Win. Das war ein guter Anfang. P91ZG hat das 1000-Bit-Abzeichen erhalten. Es gibt kein 1000-Bit-Abzeichen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Hast du denn überhaupt noch den Bohnenfall-Zombie? Ich weiß nicht, was ich hier gerade gelesen habe. Aber ja. Ach, den Charakter meinst du wahrscheinlich. Ja, den habe ich vorhin gezeigt. Den habe ich noch. Ist die Fall Guys Steam-Version ab 21. auch Free-to-Play? Nee, ab dem 21. kann man Fall Guys auf Steam nicht mehr bekommen. Also, wenn man sich's vorher kauft, kann man Fall Guys auf Steam haben. Aber ab dem 21. wird Fall Guys nicht mehr auf Steam verfügbar sein. Außer man besitzt es, dann kann man es noch darüber spielen. Weil dann ist es im Epic Game Store Free-to-Play. Also ich werde es weiterhin über Steam spielen können. Und jeder, der Free-to-Play anfängt, halt nicht. Auf Epic gibt es das Spiel allgemein schon. Genau deshalb hasse ich Epic. Nö, ich glaube, wegen Epics Unterstützung ist das Spiel überhaupt Free-to-Play möglich und mit den neuen Seasons und so. Und Crossplay und alles. Epic unterstützt die Spiele da schon echt gut. Ist doch scheißegal. Oh, ich hasse Epic, weil das Spiel kostenlos wird und ich einen Launcher wechseln muss. Juckt. Also Leute stellen sich da manchmal echt an, was den Launcher angeht. Oder vielleicht sehe ich es halt einfach nicht so kritisch. Ich sehe einfach nur kein Problem, da was zu wechseln. Ja, in dem Spiel geht es darum, wieder im Lichtstrahl zu sein, bis 100% voll sind. Aber es ist halt so ein Lichtstrahl, der sich so lustig durch die Gegend bewegt. Und man einfach komplett gemobbt wird. Wir wurden einfach alle komplett gemobbt von diesem dummen Lichtstrahl. Hallo, komm zurück! Bitte! Kletter hoch! Ja! Ja! Nein, ich will nicht in das Schubsding! Ja! Nein. Nein, ich bin zu langsam! Ich hänge den ganzen Boden fest! Ja! Oh! Ja, gib ein paar Prozente noch! Noch 10%! Ja! Funktioniert noch dein Creator-Code beim Epic Game Store? Hashtag Werbung, ja, der funktioniert. Hashtag, Zombie einfach. Creator-Code Zombie. Hashtag Werbung Ende. Kannst du mal wieder mit dem Freedom Squad zocken? Den gibt's noch? Manu, mach doch eine Pause. Maudado, mach grad nicht so viel. Also, ich weiß nicht, wie das möglich sein soll, ne? Geht schlecht. Nehme ich immer bei kostenlosen Spielen ein, kein Ding. Danke. Bringt tatsächlich gar nichts. Aber mache ich schreibe auch immer irgendwen rein, wenn ich ein kostenloses Spiel hole. Warum nicht? Danke, Xynoran. Für den Stufe 1 Sub. Im 5. Monat. Ist diese Season ein neues Finale reingekommen? Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema von der jetzigen Season war. Zirkus? Ich glaube, es gab kein neues Finale. Die haben sich die Pause verdient? Ja, klar. Darf jeder machen, wie er glücklich ist. Ja. Gegen den Strom laufen. Na gut, lauf mal mit. Muss ich nicht so oft hüpfen.
Ich werde eh 100 Prozent. Das ist das einzige Spiel, wo ich immer rausfalle. Weil irgendwer mich festhält, irgendwer mich runterschubst. Irgendwas passiert hier immer. So, jetzt ein bisschen langsamer laufen. Einfach mit der lila Stange mitlaufen erstmal. Dann muss ich da nur gleich einmal rüberhüpfen. Zack. Zack. Einfach mitlaufen, bis man einmal drüber hüpft. Und dann zum nächsten wechseln. Zack. Und jetzt hier wieder. Nice. 6 Leute schon rausgeflogen. Oh, sieht gut aus. Ich sehe sehr viele Fallen. Jawohl. Zur Not einfach Hex an. Klar. Boah, das, damals ganz am Anfang beim Spiel war es echt schlimm. Wie oft streamst du so pro Woche? -3 Mal. -5 Mal. Spielst du mit Gamepad? Ja, klar. Ich streame einfach immer, wenn ich spontan Lust habe. Oder wenn es irgendein cooles Spiel gibt oder so. Oder wenn ich irgendwas machen will, wie zum Beispiel Vollgas. Rang 42 erreichen. Für einen lila Skin. Der eigentlich komplett egal ist, also. Ja, aber wir machen einfach mal. Mal 6 Mal. Kann sein. Kann ich mitzocken. Kannst mit in die Queue gehen, aber ich mache jetzt nicht. Ich spiele jetzt nicht in Gruppen oder so. Da lang. Ist eh gleich wieder so, dass irgendwer beim Ziel ist und man gar nichts mitbekommt. Okay. Oder es gibt irgendeinen Raum, wo ich einfach stuck bin, wo ich gar nichts mitbekomme. Ich guck mal kurz, ob die Tür geht. Ja. Tschüss. Oh, ist die schon offen? Nee. Ups. Moment, ich mach mal nochmal kurz. So, wie hält man sich fest? Mit der Schultertaste, ne? Da ist einfach keiner da. Die sind halt alle wie so Insekten in irgendeine Richtung weggelaufen. Ja, erster Win. Erste Runde. Ach, ich habe gestern, glaube ich, 4 oder 5 Level gemacht durch den ersten Win. Also, ich hoffe jetzt wieder mit der Bonus-Erfahrung, dass es richtig gut Level geben wird. Schwarmintelligenz, ja. So, ein Level? 2 Level? 3 Level? 4 Level? Ach, schön. Okay, ich will noch 11 Level. Danke, Selentor. Auf in die zweite Runde. Sag doch einfach nur gewinnen. Ja, ne? "91PZG, wie heißt du? Wie spricht man dich aus? Du bist echt gönnerhaft hier unterwegs. Da will ich ja hier deinen Namen richtig aussprechen können. Deutsch, Englisch, PZG, PZG. Oder bist du echt einfach 91PZG? Was ist der Sinn hinter dem Namen? 91 Panzergrenadiere. Ah. Okay, ich bleib bei PZG. Ein Game? Ah. Oh, Wipfelwirrwarr. Ich will das mit den Trommeln haben, wo man drüber hüpft. Die sind cool. Ah, cool, dass eigentlich immer noch so Leute aktiv hier vollgeisen, ne? Selbst wird so bevor es Free-to-Play wird. Hm.
Reef spielt schon seit 27 Stunden Fallgeist, hat halt erst 2 Wins. Ja, ich spiele seit 10 Minuten Fallgeist und habe 1 Win. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Ich bin schon toxic. Aber Jump'n'Runs spiele ich ja auch schon mein Leben lang. Wie kommt es eigentlich, dass die ganzen anderen Streamer jetzt Fallgeist spielen, bevor es Free-to-Play wird? Falls es einer irgendwie die Lore mitbekommen hat. Gibt ein 10K-Turnier? Aha. Hallo? Okay, der rollt halt einfach random runter, mein Böhnchen. Kann ich mit leben. Guck mal, der hat eine Silia Walross. Ich hab's nie geholt. Vielleicht gibt's ja irgendwie einen In-Game-Store oder so nächste Season und ich kann den nochmal kaufen oder so. Aua. Also sorry für die Toxicness, aber ich verstehe halt null, warum so viele Leute in Fallgeist so kacke sind. Es gibt echt viele Leute, die Plattformer selten oder fast nie spielen. Und Fallgeist ist halt so ein Plattformerspiel. Das sind aber die ganzen Leute, die ohne Mario aufgewachsen sind, glaube ich. Leute, die noch nie Bubsy 3D gespielt haben. Shaking my head, ja. Ich meine, selbst Klaus hatte ja am Anfang so Ultra-Probleme, wo er Fallgeist gespielt hat. Und mittlerweile ist er ja auch besser. Würde ich sagen, gut, ich weiß es nicht, aber er ist besser auf jeden Fall. Lali 1, 2 und 3. Gottes Willen. Kenn ich. Kann man einfach auf den Trommeln chillen oder gibt's hier auch eine Windturbine? Ah, das gibt's auch eine Windturbine. Und die pustet nicht in die Ecke hier. Okay. Ups. Ah, okay, hätte ich viel früher schon wechseln müssen. Geh rein, mein Böhnchen. Schnell. Ich finde, die andere Seite ist viel besser zum Chillaxen. Kann der... Fast sich verpissen, der Boxer? Ah! Ja, ich bin auf der guten Seite. Man muss eigentlich kurz aufs Laufband gehen, wenn es sich dreht hier oder so, ne? So, dass man sich kurz dann darüber stellt. Gibt's neue Spiele? Noch nicht. Am 21. wird das Spiel Free-to-Play, startet mit einer neuen, also macht so ein Hard-Reset gefühlt. Heißt dann auch wieder Season 1 und hat neue Spiele. Und früher oder später gibt es noch einen Map-Editor, den sie ins Spiel bauen. Kannst aussuchen, auf welche Seite du gehst. Sind auf beiden Seiten Trommeln? Weiß es gar nicht. Zomstonks. Ich guck mal, ob ich einen Zomstonks mache dann nach dem Stream. Halt direkt eine Aufgabe, wenn mir langweilig ist. Bubble Trouble. Genau, außerdem kommt es für Switch und Xbox auch am 21. raus. Hat Crossplay mit allen Plattformen, erscheint auf allen Plattformen. Ist der Map-Editor nur für den PC? Weiß man nicht. Wir haben nur gesagt, dass einer kommt. Nicht für welche Plattform und wo und wie. Ja, schön, wenn man einfach nicht bei den Bubbles spawnt, ne? Ich geh mal zu denen. Natürlich ist der so ein farbenloses Böhnchen. Hilfe! Nö. Nö. Ich klaue hier alle. So, jetzt bauen wir sie wahrscheinlich woanders. Ich hasse die bei dem Wind. Warum bin ich hier zu dem Wind gegangen? Wo gibt's noch welche? Da drüben. Ich werde rausfliegen vielleicht? Na, vielleicht auch nicht. Hier sind echt wenige Leute.
Habe ich den bekommen oder er? Aua. Okay, ja, ich will darüber. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, weil ich einfach immer so... Oh ja, jetzt will ich das. Oh nein, warte, da drüben brauche ich den. Und jetzt will ich den. Und währenddessen sammeln die Leute einfach halt Hunderte. Okay, das ist nett. Ja, ja, nehme ich alle. Danke. Okay, hatte Glück. Map Editor kann halt mega werden, je nachdem wie das restliche normale Spiel eingebaut wird. Ja, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass die selbstgebauten Maps halt nicht in die Playlist kommen. Vielleicht haben die dann so ein Map-Bewertungssystem und dann packen sie die bestbewertetsten Maps einfach mit rein, ab und zu. Das wäre cool. So beliebter Community-Content einfach mit reinpacken oder so. So wie bei Mario Maker. Mario Maker hat keinen Deathmatch-Playlist. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber... Ja, ich will einfach, dass es in die Hauptplaylist mit aufgenommen wird. Wirst du dich für die Beta bewerben? Welche Beta? Worüber reden wir, wenn du die Beta sagst? Weil Overwatch 2 Beta kriegt man einfach, wenn man 40 Euro zahlt. Also free kriege ich. Für die neue Season. Die neue Season ist doch kostenlos für alle. Bei Fall Guys. Und mein Overwatch Beta bin ich ja wahrscheinlich sowieso noch drin. Also musst du ja nicht mal dieses... Bundle da kaufen. Ist eigentlich das Walross noch da? Ja. Und der lila Among Us, meine beiden Skins einfach. Der lila Among Us habe ich ja wenigstens. Der ist cool. Der lila Sasguy. Am Ende einfach Zombie-Maps im normalen Game. Nee. Überschätzt ihr immer die Reichweite von YouTubern? Ich hätte einfach gerne einen lila Hut. Das wäre nice. Dass ich wie so die Fortnite-Spieler, die ihre eigenen Skins im Spiel haben, hätte ich gerne so einen Zombie-Skin. Das wäre nice. Würde ich mich immer freuen, wenn ich einen mit einem lila Zylinder sehe. Krass, ne? Wie die einen blocken können. Na gut. Muss ich halt hier ein bisschen mehr Parcours machen. Tschüss. Dicke Böhnchen hier. Dum, dum, bam, bam, bing, bam, bum. Aber man kann nicht auf den Rand hüpfen, glaube ich, sogar am Ende, wenn man noch auf dem Bereich ist. Oder so wie er hochklettern, einfach über die anderen Spieler. Mr. Wissenschaftler, hören Sie auf zu greifen. Aua. Nice. Ist überhaupt einer rausgefallen? Ich weiß es nicht. Jetzt free to play, oder? Noch nicht. Am 21. Oh, noch ein paar Tage. Ich level nur den Pass noch. Bist du Harry Potter Fan? Tschüss, einer. Fan? Ich habe nicht mal alle Filme gesehen eigentlich. Ich mag Harry... Also, ich mag die Harry Potter Welt. J.K. Rowling ist einfach assi, aber ich mag die Harry Potter Welt. Zauberer sind cool. Dass sie das nach all den Jahren nicht gefixt haben, ist ja egal, am Ende da hochzuklettern. Hast du Stranger Things gesehen? Staffel 4 noch nicht, nee. Warum ist J.K. assi? Weil die komplett transphob ist und sowas? Sollte man eigentlich sollte man sie auf keinen Fall unterstützen, aber ihr gehört halt leider die Harry Potter IP. Gibt ja richtig viele, die auch das neue Harry Potter Spiel und so nicht gamen wollen, weil... Ja, weil die Assis war. Warte, ich muss mich mal kurz konzentrieren, muss mal gucken, was am Ende hier nicht wackelt. Okay, noch einmal schwingen und ich gewinne. Würde gewinnen, wenn die, oh mein Gott, die waren alle so lange im Weg. Die Mitte ist einfach free. Die Mitte ist das Ziel. Aber sie haben es nicht gesehen. Und dafür mag ich meine kleinen Böhnchen. Nein? Oh mein Gott, da war ein Hammer. Die war nicht free. Ich habe verloren. Ah! Sie hat aber nie gewackelt. Ich habe die ganze Zeit geguckt. Oh mein.
Muss ich das abwarten oder darf ich zurückgehen? Egal, ich warte einfach. Magst du eigentlich Zylinder? Ich wurde mit Zylinder geboren. Okay, ich hätte rausgehen sollen. Jetzt gucke ich das dumme Finale. Aus einem Zylinder? Ja, wie so ein Hase wurde ich aus dem Zylinder gezogen. So, das war jetzt eine normale Runde. Okay, eine normale Runde, wo man verliert, trotzdem ein Level. Ja, nice. Nehme ich mit. Was gibt's heute im Store? Nichts. Hier gibt's einen Gletscher zu kaufen. Cool. Werde ich nie anlegen. Ah, das ist der Walross-Körper. Habe ich nicht das Oberteil davon? Oh, mal gönnen. Was gibt's für Shows? Duos, Jahrestagsparty, Clubshow, Hauptprogramm. Individuelle Shows. Okay. Muss nochmal ein bisschen überarbeitetes Interface. Ich wollte Among Us anziehen, genau. Ist auch schön weit oben. Jetzt können wir ja nur noch gewinnen. Wie kam es dazu, dass Zylinder dein Markenzeichen wurde? Ich hatte einen Avatar mit einem Hund, der einen Zylinder auf hat, weil der süß aussah. Fertig. Ich möchte kurz fragen, ob noch ein paar Folgen zu Spelunky kommen. Nee, sonst wären die doch schon lange erschienen. Kannst du mal Custom Games machen? Nee, ich will Erfahrung sammeln, dafür spiele ich überhaupt. Also heute nicht. Wenn es Free-to-Play ist und ich mal streame oder so, gerne. Aber gerade will ich nur leveln. Wie lange brauchst du für drei Wins? Keine Ahnung. Nicht 27 Stunden? Ja, die Trommeln! Bald eine neue Season? Am 21. Wird Spiel auf Free-to-Play, erscheint auch auf Switch und Xbox. Meinung zur Marvel-Filmreihe? Mag ich. Ich mag Marvel-Filme. Ja. Mir egal, ob die Filme sehr basic sind und dass man irgendwas voraussehen kann. Das sind einfach so Filme, wo man chillen kann. Aber chillaxen. Ein paar kleine One-Liner drin, wo man sich so denkt, oh, haha, das war lustig. Und fertig. Und ich mag halt auch dieses ganze Crossover-Zeug, dass die ganzen Filme dann so ineinander übergehen. Ich habe vor 3 Wochen oder so das erste Mal Infinity War und Endgame geguckt. Bin richtig früh unterwegs. Oh mein Gott. Ja, RIP. Lieblings-Marvel-Held? Ich mag, glaube ich, Doctor Strange. Hab den neuen Film noch nicht gesehen, aber der kommt ja jetzt bald zum Streamen. Da muss ich nicht ins Kino. Let's go. Natürlich knall ich nochmal gegen den Bohnen am Ende. Ich konnte nicht springen, weil ich gegen eine Bohne gefallen bin. Das Spiel liebt mich einfach. Und bleh. Bin ich's, Neunter. Kommt auf Disney Plus? Ja. Und der neue Thor-Film, den weiß ich nicht. Würde ich auch eigentlich gerne sehen, weil der dritte Thor-Film war insane. Dritter Thor-Film war einer der lustigsten Marvel-Filme. Erstaunlicherweise. Dafür, dass der zweite der langweiligste war. Also den dritten einfach genau das Gegenteil gemacht. Hast du die Animationsserie von Spider-Man geschaut? Ich habe den Film geguckt, den Animationsfilm. War das der mit der Arena? Ja, der dritte Torfilm war das mit der Arena. Gar keine Ahnung von Marvel, wüsste gar nicht, wie ich anfangen muss. Es gibt so einen chronologischen Reihenfolge-Dings auf Disney Plus. Da kann man dir einfach genau in Reihenfolge gucken. Sind auch die Serien und alles drin. Ja.
nur Spider-Man-Filme, glaube ich, nicht, weil die halt Sony sind. Ah gut, fertig, Marvel hier. Danke dir, Manu, dass du 5 Subs verschenkt hast. Spontan. Und danke Ottoman und danke Monroe Carter und danke Dead Time Adventure für den Sub. Und danke Download Delo. Fandest du die 5. Folge von Obi-Wan? Obi-Wan ist für mich ein Meme. Also, ich weiß nicht, wie man so viel Geld haben kann und sowas Komisches produzieren kann. Ich beschreibe es mal als komisch. Die 5. Folge war richtig... Also, Vader in der 5. Folge war insane. Der war einfach richtig cool. Richtig Power-Moves rausgehauen. Aber alles andere in der Serie war halt... Plot-Logik 0. Ich bin aber auch nicht so der Star-Wars-Man. Will ich in die gelben reinfallen oder wo will ich hin? Scheinbar ja. Findest du Star Wars insgesamt? Ja, habe ich gerade gesagt. Muss hier gerade gewinnen. Muss gerade der beste Vollgeist sein. Ah! Ja! Oh. Steh auf, rein in die Röhre. Und hoch. Und... Oh mein Gott, dauert es lange. Ja, ran da. Geht man da lang? Geht man da rechts lang? Ich weiß nicht, wo man lang geht. Egal, einfach irgendwo lang rennen. Kann man da drauf? Aua. Okay. Ja, ich wollte an die Stange da oben eigentlich. Das war mein Goal. Ende verkackt. Sad. Komm da. Die alten Star Wars Filme sind ein Muss. Ab 2015 war das nicht mehr so meins. Ja, keine Ahnung. Die ganzen alten Filme mochte ich auch. Ich mochte auch diese ersten 3 Filme, die immer gemimt werden. Keine Ahnung. Einfach chillig. Einfach ein chilliges Universum. Aber so... Keine Ahnung. So ultra Star Wars Fan. Ich weiß nicht. Da fehlt mir irgendwie die Materie für. Game ist noch auf Destiny? Nee. Ich glaube, das ist den Stream nicht aktualisiert. Ich wollte gerade nochmal hochscrollen, deswegen ist gerade Ton weg. Was meinst du mit Plotlogik 0? Keine Ahnung, 3 erwachsene Leute, die kein Kind fangen können. Obi-Wan, der ein Kind unter seinem Mantel in einem Hangar der Bösewichte versteckt. Und einfach so ultra auffällig ist, aber keiner sieht ihn. Spoiler? Nein, nein, keine Sorge. Sind keine Spoiler. Sind nur sehr, sehr genaue Details. Gab's hier nicht so einen Ultra-Trick mit dieser Stange irgendwie? Dass man hier so hüpfen muss, während die einen trifft, während man auf dem Pfeil steht? Na, fast. Ungeduld zahlt sich aus. Na, hier nicht. Hallo? Ah, da sind irgendwelche Stangen im Weg. Ja, danke. Hat mich hochgeboostet. So, das hier war immer Horror. Hier mal schön vorsichtig, weil man hier, glaube ich, in den Schleim fallen konnte oder so, wenn er da ist. Und hier irgendwo hier am Ende gab es irgendeine richtig coole Abkürzung. Oh mein Gott, rutscht man hier rum. Okay. Glaubt der was? Warst du's? Ja? Und dann ist man irgendwie dagegen und dann war man durch. Hat funktioniert. Jeden Fall. So, wir gehen einfach gechillt durch. Zweiter. Nicht alles muss Sinn ergeben? Ja klar, aber wenn es deinen Sohn sehr nervt beim Gucken, dass die Serie keinen Spaß mehr macht, dann ist es halt dumm. Könnt ihr mich ruhig fighten? Ich sag, die Serie ist dumm und fertig. Aber Vader ist cool.
Welche Serie? Sage ich nicht. Sonst falten nur mehr Leute. Was wolltest du als Kind immer schon werden? Ich habe als Kind immer gesagt, ich will Computerspezialist werden. Was eigentlich hieß, ich will mehr mit Videospielen zu tun haben. Und jetzt spiele ich Videospiele und lebe davon. Also, ich glaube, mir geht's gut. Ist das ein Traum oder spielt Zombie gerade Fall Guys? Ich habe Fall Guys von Zombie so vermisst. Ja, bei 21 kommen auch wieder Videos. Ich liebe den Mode, diese Map, weil einfach alle immer rausfliegen. Nein, ich kann keine Custom Games spielen. Ich spiele Fall Guys zum Leveln. Du lebst einen Traum? Ja. So ein bisschen. Slime Rancher 2 kommt auf YouTube, ja. Nein, den ersten Teil, den ich zweimal Let's Played habe, da werde ich den zweiten Teil garantiert nicht spielen. Ich spiele alle Videospiele. Ihr müsst nie fragen. Alle auf der Welt. Das hier war ja am Anfang so mein Lieblingsspiel, wo die Leute dumm waren. Aber mittlerweile sind einfach alle nur noch nervig in dem Spielmodus. Alle bauen und versuchen einem immer gegenseitig die Wege wegzusprinten und sowas. Aber also, sie sind einfach alle nur noch Null-IQ-Raketen, die durch die Map rennen. So, ich hüpfe mit euch hier rum. Hey, na? Und schon fängt einer an zu sprinten. Da unten sprinten sie auch alle schon. Ja, ja, ich gehe einfach an der Ebene weiter runter, was soll's. Mach mal hier direkt so einen riesen Gap rein. Wie ich sie alle auf die andere Seite gelockt habe, cool. Kommst du zu mir? Natürlich kommt ihr her. Cool, gehe ich weg. Der wollte nochmal hinterherkommen. Was ist denn los mit denen? Dieser lilane Dödel, der da rumrennt. Keine Angst, Alien, Mann. Ich renne nur deine gesamte Strecke weg. Keine Sorge, ich lass dir deine Blöcke doch. Hallo? Hallo, Hotdog-Mann. Jetzt kommen alle gleichzeitig unten an. Das wird einfach absoluter Horror. Hopp. Ich mach direkt mal schon wieder eine Schneise rein. Einfach die Map halbieren. Und ich bin auf der Seite, wo mehr gelandet sind. I lost. Komm, Banane, wir machen Teamwork. Oh mein Gott, die Banane ist einfach ultra dumm gewesen. Aber der da drüben hat so zwei, drei Blöcke des Hotdog. Ja, ja, ich schaff das noch, ganz sicher. Ich werde nicht rausfliegen. Hätte auf die andere Seite gehen sollen. Oh, zweiter Platz. Ja, cool, wenn der zweite, dritte Platz und so auch noch ein bisschen extra Erfahrung kriegen würden. Ja, wieder 500 Erfahrung. Perfekt. 3 Kronen, Dankeschön. Nur noch ein paar Runden. Nächste Runde, ab geht's. Danke, Killer Strike, für dein Prime-Sub. Apropos, wenn ihr Prime-Subs überhaupt, geht nicht zu mir damit, sondern geht zu Mr. Moregame, weil Mr. Moregame macht einen Sabaton und bleibt länger online, umso mehr Subs er kriegt. Der ist, glaube ich, jetzt schon seit 7 oder 8 Tagen durchgehend online, weil der einfach, ja, so viele Subs seitdem bekommt. Der hat jetzt irgendwie 2.000 bis 3.000 Subs schon. Ist immer lustig, da reinzugucken. Ich hoste auch nach dem Stream zu Mr. Moore rüber. Jetzt, wenn man jemals gewinnen wird in diesem Stream. Ich habe schon gewonnen. Die erste Runde, die ich gespielt habe, habe ich gewonnen. Bekommt gerade die Haare gefärbt. Ach stimmt, bei 3000 Subs oder so, rote Haare. Habe ich mitbekommen. Fizzin hat gerade geradet. Oh, nice. Welche Zeit hat Mr. Moore gerade wieder bei seinem Timer? Aber er war heute Morgen, hat er 10 Stunden gehabt. Dass die ja noch streamen musste, aber pro Sub kriegt er 3 Minuten drauf gerechnet.
Hey, hallo, warst du nicht gerade in der Runde davor dabei? Warum bist du schon wieder hier? Ich habe eine Idee. Tschüss, lila Mann. Wenn der wieder dabei ist, habe ich... Oh, man darf ja gar nicht ausscheiden in dem Spiel. Stimmt. Verdammt. Ich wollte einfach ausscheiden, indem ich runterspringen. Ist der Mord 40 Stunden wieder? Nee, oder? 40 Stunden hat er wieder? Oh mein Gott, der Arme. Ihr hört ja, wie viel... Nee, er hat 9? Okay. Jetzt 9? Ich hätte mich auch gewundert, wenn er wieder 40 Stunden hätte. Wer hat denn so viele Subs verschenkt? Streamt er gerade? Ja, er muss ja streamen, solange er Subs kriegt. Er kann ja gar nicht offline gehen. Das ist ja das Geile. Ich könnte theoretisch ausschalten, wenn ich noch ein bisschen warte. Nein. Kennt ihr nicht? Mr. More Game. Mr. Mehr Spiel auf Englisch. MR. MR More Game. Wieso gibt es Among Us Geist im Fall Guys? Es gibt alles im Fall Guys. Es gibt auch Sonic, es gibt Ghost of Tsushima, es gibt. Wie heißt das mit der großen Echse? Godzilla, genau. Meinte er, er ist seit 40 Stunden online? Nee, er ist viel länger online. Mr. Moore ist seit 8 Tagen durchgehend online. Twitch hat nur eine Begrenzung von 48 Stunden pro Stream. Muss dann immer den Stream einmal neu starten, alle 48 Stunden. Mowgli, Ratchet & Clank, genau. Hollow Knight, nein, kein Hollow Knight. Cuphead gibt's aber. 2B gibt's in dem Spiel, aus Nier Automata. Ninja, den Streamer. Die gehen auf Hype-Sachen? Nö, die machen einfach Collaborations mit irgendwelchen... Keine Ahnung, die haben Doom-Sachen. Was würdest du denn machen, wenn du ein Spiel hast und Doom schreibt dich an und sagt, hey, kann ich in eurem Spiel sein? Was würdest du dann Nein sagen? Lohnt sich, das Spiel ist Free-to-Play ab dem 21. Oh. Ich dachte, da kann ich mich vorbeiquetschen, aber scheinbar nicht. Also, ja, einmal bis zum 21. warten. Die paar Tage jetzt vorher das Spiel kaufen, lohnt sich nicht. Außer du willst es unbedingt auf Steam haben. Weil ab 21. gibt es nicht mehr auf Steam, aber dafür halt Free-to-Play auf dem Epic Games Store. Aber wenn man es noch hat, kann man es noch über Steam starten halt. Ja, drückt einmal bitte den Knopf, danke. Oh mein Gott, was eine nette Version. Aua, hallo. Nein. Ich will doch hoch. Bitte. Ja. Hätte auf der Seite bleiben sollen, statt auf die andere rüber zu lenken. Oh mein Gott. Nochmal? Na, jetzt hier aber. Nein, ich bin zu dumm, um da hochzukommen. Bitte, Among Us. Bitte, Among Us. Ja. Among Us Gamer. Oh, nein, nicht Among Us Gamer. Gut, dann bin ich raus mit der Runde mit dem anderen Typen. Das sollte ich halt nicht nur Chat lesen, sondern auch spielen, aber egal. Erfahrung ist Erfahrung. Jede Runde, die Spiele zählt einfach. Ja, 150 Erfahrung, zack. Viertel Level. Nächstes Mal gehe ich außen lang. Es wird ein Tag vor meiner Abschlussprüfung kostenlos. Jetzt ist es schwer zu entscheiden, ob ich zur Schule gehe oder zocke. Bitte was? Ja, och man. Abschlussprüfung. Boah, 10 Jahre hin drauf gearbeitet. Aber Fall Guys ist halt jetzt kostenlos. Kann mich echt nicht entscheiden. Ja, verständlich. Machst du auch 3 Win-Herausforderungen? Nein, ich spiele einfach. Ich will einfach nur leveln. Ich will aber nur meinen Season Pass leveln, weil ich den die ganze Season nicht gelevelt habe. Und am 21. starte ich eine neue Season. Jetzt kriegt man gerade 3-mal so viel Erfahrung. Aber meine erste Runde war ein Win. Die ich gespielt hatte. Also einen habe ich schon mal.
Oh mein Gott, ich habe gar kein Momentum. Ah! Kann ich mich da hochziehen? Ja, kann man. Okay, cool. Dann mache ich das. Aber nur, um dann hier lang zu gehen. Ja, Momentum verloren. Aber egal. Und jetzt Speed. Erster Platz. Jawoll. Ja, spiel mit Controller. Ja, mit Maus und Tastatur sowas spielt, ist doch lost. Plattform immer mit Gamepad. Außer ihr habt Spaß damit, dann dürft ihr es. Dann seid ihr nicht lost. Dein Facecam ist mega cool. Danke. Auch gerade von Reefed. Yo. Das ist ein cooles Clown-Emoji. Ist das auch von Reefed? Erstmal gucken. Reefed Clown. Jawohl, mehr Leute mit Clown-Emotes. Ich habe auch einen Clown. Zum Clown. Seit wann gibt's in Fortnite einen Among Us-Skin? In Fortnite gibt's einen Among Us für den Rücken. Den habe ich mir auch geholt. Hallo. Hallo alle Leute, die scheinbar von Reefed hier rüber gucken, weil sie jetzt nicht mehr Fall Guys spielt. Ich mache keine 3 Wins, ich spiele einfach so. Ich will nur meinen Season Pass leveln. Ich chillaxe einfach nur. Ist ein Nayami-Clown oder welcher Clown ist das? Ja, Nayami-Clown. Ha, erkannt. Drei Loses Challenge. Ja, die mache ich. Dreimal verlieren. Oh, es ist so schwer zu verlieren. Ja, im 21. Spiel Free to Play, Leute. Könnt ihr euch dann auch gönnen. Falls ihr es noch nicht habt. Ich meine, auf PlayStation Plus war es ja, wo es rauskam, kostenlos. Und ich glaube, auf der PlayStation ist auch so die größte Spieler. Playerbase. Aber sobald es komplett Free-to-Play ist und auf Switch und Xbox noch kommt und so, wird cool. Fall Guys, das größte Videospiel aller Zeiten. Niemand spielt mehr Fortnite. Ich glaube, Fortnite wird groß bleiben, aber egal. Ich komme von der Twitch-Startseite. Was mache ich denn da? Geht weg von der Twitch-Startseite. Nein, solange ihr cool seid, dürfen wir alle hier sein. Oh mein Gott, ich werde so verlieren. Ich brauche so einen Hammerboost, ich brauche so einen Hammerboost. Da, jetzt, komm. Ja, nein, ich bin einfach gegen das andere Böhnchen geschubst, weil ich bin so raus. Ja. Weil ich dann einmal so komplett runtergeschoben wurde, wieder diese dumme Schleimwand. Einer von drei Loses, ja. Nee, es wäre eigentlich schon der dritte jetzt gewesen. Einmal gewonnen, dreimal verloren. Wird der Season Pass ab dem 21. etwas kosten? Ja. Wird dann so ein kostenpflichtigerer Season Pass. Also, er hat wahrscheinlich auch mit so kostenlosen Aspekten, aber... Ja. Und die Leute, die Fall Guys vorher besessen haben, kriegen den aber den ersten geschenkt. Und ein paar Skins und sowas und ein Emblem. Oder so zum Anlegen. Folge ist auch für Mac? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Da weiß ich nichts. Okay, wir haben garantiert den nächsten Loose vor uns. Dummer Türenlauf. Ist es dann überall kostenlos? Ja. PC, Switch, Xbox, PlayStation. Überall kostenlos. Free to play. Deswegen kostet der Season Pass ja dann auch was und so. Können wir noch die Lücke bei den Türen sehen? Nee, das haben die... Boah, in der vierten, fünften Season irgendwann gefixt, leider. Es war schön, immer so einen Hinweis zu haben, wo man lang muss.
Jetzt kann man einfach nur an der falschen Tür erwischen, an dem Boden hängen bleiben und verloren haben. Oh mein Gott. Bin halt trotzdem letzter. Obwohl, da habe ich ein paar überholt. So, einfach schön mit dem Schwarm mitlaufen. Das ist so ein dummes Spiel, weil es so null Skill hat. Sondern einer vorne wird halt manchmal aufgehalten und der Rest quetscht sich hinterher. Und die, die Glück haben, werden halt nicht ausgeschieden. Ich versuche mich von dem Hammer ein bisschen boosten zu lassen. Ja. Sehr schön. Ohne PS Plus dann zu zocken? Das weiß ich nicht. Kannst du aber bestimmt googeln oder so. Ab 2,5 Millionen Pre-Registrations gibt es Gratis-Skins für alle, die sich, für alle, die es haben. Haben sich nicht mal 1 Million registriert. Ja, warum soll man sich für ein Free-to-Play vorregistrieren? Das ist so, so eine komische Sache mit dieser Webseite. War mir schon klar, dass das irgendwie keiner machen wird. Aber was ist jetzt mit dem Skin, den sie hergestellt haben? Ne, vielleicht kommt er dann einfach im Spielshop oder so. Ja, Schleimkraxler. Das ist meine Lieblingsmap. Herr Folger ist gestern gekauft. Dann kriegst du wenigstens den ersten Season Pass umsonst. Und irgendwie ein, zwei Skins geschenkt. Skin wird gelöscht. Ja. Danke übrigens an die ganzen Leute, die zwischendurch gesappt haben. Ich kann gerade jetzt nicht gezielt auf die Namen eingehen, aber... Oh mein Gott. Was war das denn für ein Jump Boost? Was ist das denn für ein pinkes Ding da? Der ist ja mal glücklich. Aua. Go Patrick. Wir schaffen das. Niemand stoppt uns. Ich muss noch ein bisschen weiter vor. Komm. Ja. Jawohl. Und zack. Und hier. Und dann noch die Abkürzung mitnehmen. Der ist mir zu schnell. Und hier durch. Die Bohnen kommen. Ich muss Erster werden. Braucht die extra Erfahrung. Aber gemütlich Erster werden. Nicht, dass ich von irgendeinem Ding noch runtergeschubst werde. So. Jetzt nochmal Pause. Erster. Easy. Muss man sich überhaupt registrieren? Die hatten irgendeine Webseite getweetet. I don't know. Wird eh nichts mehr erreichen da. Und selbst die Leute, die sich da nicht registrieren, kriegen ja die Belohnungen, solange das erfüllt wird. Glaube ich. Heute erster Free-to-Play-Tag? Nee, am 21. Dauert noch ein paar Tage. Musik erinnert mich immer ans Splatoon. Verständlich, so rumgeblabbel. Mit funky Sounds. Warum bin ich hier? Bist du Erster? Zufall? Ich denke nicht. Ich bin immer Erster. Kann gar nicht anders. Stimmt, man kann ja den Leuten zugucken und dann lachen, wenn sie runterfallen. Oh ne. Sind ja alle gut unterwegs. Hier vielleicht irgendwer, der sich gegenseitig schubst. Oh oh. Da ist einer gerade runtergefallen. Das wäre lustig, wenn der jetzt runtergeschubst wäre, der Patrick. Das sind nur 5 Sekunden, Patrick. Ist es dir das wert? Okay. Pause hier. Wenn du am 21. auf Klassenfahrt kann er erst am 25. spielen. Ich glaube, da verpasst du nicht so viel, wenn du da 4 Tage später spielst. Jo, viel Spaß im Pool, Neo. Danke an Luca Ratio der Echte. Danke an der Med. Danke an Zellos. Danke an Damn Jen. Danke an Oris. Danke an Sieg Thorsen. Danke an Rupi. Danke an Killerstrike. Und die ganzen Subs. Und danke T-Molti für 100 Bits. Welcher Fall Guys Modus ist Ihr Lieblingsmodus? Okay, mein Lieblingsmodus. Der Lieblingsmodus meiner Wenigkeit ist der Schleimkraxler. Wie kann ich mich so schön weit von dem Pöbel entfernen? Bitteschön.
Nee, es gibt nur eine Trommel auf einer Seite, also kann man nicht aussuchen, wo man hingeht. Also doch, kann man, aber man muss umständlicher hinklettern. Hallo? Was ist das denn? Ah. Okay, ich glaube aber, welche Röhre ich unten nehme, entscheidet, wo ich unten rauskomme. Das kann sein. Also wenn ich jetzt die pinke Röhre nehme, komme ich auf die coole Seite. Ah. Das am Anfang runterfallen war ja Haley. Nein, ich werde runtergeschubst. Ich wollte zurücklaufen, aber ich... Rein da! Oh mein Gott, die Zeit ist echt knapp. Oh mein Gott, der Wind war halt wieder direkt da. Hallo! Cool. Hallo! 99%! Nein! Ich muss ein paar Fall Guys Spiele scheinbar wieder üben. Bisschen eingerostet. Aber war da am Anfang auch schon Wind oder warum bin ich nicht auf die Platte da am Anfang rechts gekommen? Das war ja das, was mich so umgebracht hat. Hallo, ich drück B. Hallo, ich will raus. Warum darf ich nicht mehr raus? Jetzt haben wir eingesperrt, ja. Man sagt es doch nur das Erste, nichts anderes. Ja, hab ich auch. Ist doch gewonnen. Das X heißt, ich bin Sieger. Und hab sogar ein Level bekommen. Nur ein halb Level. Mach ich als Stream einfach raus, wenn ich die drei Loses hab. Habt ihr davon? Warum hab ich 7 Nachrichten? Mr. Morgame hat mich angeschrieben, dass wir auch Fall Guys spielen können. Okay, nice. So. In genau 84 Tagen kommt Splatoon 3. Crazy. Ja, McMoritz haben hier die ganzen Leute mitgeschrieben im Chat die ganze Zeit. Deswegen machen wir hier gerade die 3 Loses Challenge. Danke, der Schnitzel. Hallo, Schlingel. Was geht ab, Vollgeist? Ich will meinen Pass noch leveln, Schlingel. Mein Season Pass. Der war zwar free, aber ich muss den doch leveln. Wenn Splatoon rauskommt, spielst du oder streamst du dann? Nö. Warum sollte ich denn spielen? Hab ja nur 1 und 2 Let's Play. Der Typ hat mich echt oft geschoben und jetzt fällt er auch noch mit mir um. Jetzt fällt ihm ein. Jetzt schiebt er mich schon wieder weg. Komischer Hammerkopf. Wie ist die Reihenfolge? Okay, ich verstehe nicht, wie die funktionieren, die Türen, aber ich bin durch die richtige durch. Kletter! Danke, Katariona. Und danke Humfried für den Sub im 5. Monat schon. Boah, es wird richtig gruselig, wenn da irgendwann mal 70 Monate steht oder so. Du hast seit 9 Tagen nichts mehr auf YouTube hochgeladen. Was ist da los? Kein Bock. Bitteschön. Stanley ist fertig. Ich warte gerade, dass Fall Guys rauskommt. Stream gerade wegen den Game Awards und so, habe ich diese ganzen Events gestreamt. Jo. Prokrastinieren? Nee, prokrastinieren wäre ja, wenn ich was vorhätte und das nicht machen würde. Was eigentlich mit dem Freedom Squad? Sind auf einer Bootsreise verunglückt. Alle 4 habe ich mitbekommen. Echt traurig. Ich mochte aber den lilanen vom Freedom Squad, der war immer cool.
Wie ist der Lele denn nochmal? Keine Ahnung. Ich kann keine private Runde machen. Sorry, ich muss meinen Season Pass leveln. Wenn es free to play ist, dann vielleicht. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, alles gut. Der Lichte war Revi, ja, genau. Nee. Revi existiert ja noch. Seid ihr noch befreundet? Wer ist ihr? Du tust gerade so, als wäre ich Teil vom Freedom Squad gewesen. Ach, du meinst den Freedom Squad? Nein. Ja, wir sind doch befreundet. Für den Squad ist alles cool. Manu macht nur Pause. Und ja, Maudado macht ja eh gerade nichts. Sucht noch nach seinem Cutter, nach seinem Bewerbungsdingsi. Ich mache gerade Sachen für mich und Paluten nimmt noch ab und zu mit uns auf. Ja, alles cool. Boah, die Musik läuft hier auch schon wieder ewig. Wenn man zu der Stelle kommt, keiner will rausfallen. Oh, war da ein Long Guy? Ja, der hatte so einen da hinten, der mit dem langen Hals. Das ist ein cooler Skin. Aber nur ein Fall Guy in sehr lang. Wusstet ihr, dass das Spiel enden kann? Also wenn jetzt gleich das Lied vorbei ist, ist das Spiel vorbei, ohne dass 15 rausgefallen sind. Sollte... Ja, haben wir jetzt. 14 vor 15 Uhr ausgeschieden. Ich hoffe, der Long Guy ist noch drin. Ganz oben links ist er. Ja. Ja, von dir. Stimmt. Habe ich ja schon mal in einem Video erwähnt. Oh nee, nicht das mit den Reifen. Warum muss eigentlich alles immer pink sein? Das brennt so in den Augen. Ich glaube, weil die Haupt-Fallgeist-Farbe pink ist. Der Standard-Skin ist ja auch pink und so. Der Himmel ist rosa. Ja, also eigentlich die Meta ist... Irgendwie da in diese Mitte hochklettern. So. Und dann warten, bis der goldene Ring hier in der Mitte spawnt. Machen scheinbar ein paar Leute. Gibt's überhaupt goldene Ringe noch? Nein, er hat aber schon gewonnen. Da hinten ist der goldene Ring. Ah. Ja, so gut. Solange der da ist, wird kein neuer spawnen. Ja gut, ich auch mal da hinten rumrennen. Schafft es? Ja, hat's geschafft. Wir hätten jetzt spawnt in der Mitte, jetzt wenn ich weg bin. Ne, da hinten ist einer gespawnt. Wenn ich verliere? Habe ich den bekommen? Ja. Cool. Hätte aber auf den goldenen gehen sollen. Stellen die sich da schon wieder an und holen den goldenen nicht? Da ist einer durchgehüpft. Jetzt in der Mitte. Komm her. Komm her, goldener Ring. Nein, der hat ihn mir geklaut. Mein goldener Ring. Da ist noch einer weg. Komm schon. Ja, meiner. In der Mitte campen. Jawohl. Und jetzt kommt er natürlich ganz in der Mitte, auf den ich gewartet habe. Das war er irgendwie am häufigsten normalerweise. Easy. Überhaupt nicht anstrengend. Schau nach dem Long Guy. Ist schon scheinbar weiter. Long Guy ist zu gut.
Ja, könnt ihr kriegen. Das könnte auch jemand klauen. Oh, das ist zu spät. Das Hotdog da oben einfach war im Ring drin, aber die Runde war vorbei. Streamst du mal wieder Elden Ring? Vielleicht. Ich habe auch gerade noch Minecraft und... Jetzt streame ich gerade das hier. Ist ein goldener Ring Insta-Win? Nee, 5 Punkte. Ich hatte einen normalen Ring und einen goldenen. Für 6 Punkte für den Sieg. Und hallo Nefarius. Würdest du sagen, du bist ein Sweater in dem Game? Nee, ich bin Gewinner. Welches Level bist du gerade noch mal im Fall Guys? Ein Pass? 33, 34 oder so? So. Oh mein Gott, das kommt aber zu mir, aber ich bin runtergehüpft. Nein! Nicht umkippen. Danke, 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 danke. Bleib doch da! Ringchen. Ja. Mm, der ganze Fame. Lecker. Ja, mehr Prozente. Ich muss hier unten runter aber nur stehen. Ja, ich habe meine Prozente gesehen, die haben gereicht. 9 Leute sind qualifiziert? Oh mein Gott, war das crazy, wie viele da einfach die ganze Zeit drin waren. Was ist dein Lieblingsskin? Egal, ob du den hast, sag nicht das Walross. Das Walross? Das Lilane mit dem Zylinder? Ja, keine Ahnung, der Among Us-Skin, den benutze ich ja auch gerne. Ist einfach cool, dass es einen lila Among Us-Skin gibt. Von allen Farben. Welches Thema würdest du dir für eine Vollgas-Season aussuchen, wenn du die Chance hättest? Ich hätte gerne Halloween-Season. Mit so ganz vielen Spooky-Sachen. Süßen Spooky-Sachen. So ein Spinnen-Skin und sowas. Sucht Mordado noch nach einem Cutter? Er wertet noch seine Sachen aus. Mehr weiß ich nicht. Oh, die Runde habe ich vorhin gewonnen. Ah, da waren die ganzen Mitspieler auch alle ganz Big Brain unterwegs. Ja, natürlich. Letzter! Let's go! Big IQ, wer nach rechts geht. Big IQ, wer hier falsch läuft. Oh no. Oh no. Ich bin zu weit weg. 9 Zentimeter. Twitch-Iki. Guck mal, bei dem könnt ihr gucken. Der hat gewonnen. Wehe, der Twitch im Namen und streamt nicht jedes einzelne Spiel, was er spielt. Wenn man immer kurz so ein Frame lang eine andere Bonus. Ja, Level up. Wir müssen ja theoretisch nur noch 7 Runden spielen. Dann haben wir es geschafft. Der Twitch im Namen, da fehlt ein T. Oh. Magst du Pancakes? Fragst du das nur, weil du so heißt? Ich hasse Pancakes. Bannt ihn. Bannt ihn, Mods. Bannt ihn! Wehe. Wehe einer bannt ihn. Lass den. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die Pancakes nicht mögen. Tatsächlich. Ich hasse Eiscreme. Nein, ich hasse nicht Eiscreme, Leute. Es war einfach nur so, als würde irgendwer Pancakes hassen.
Erstmal komplett weggesaltot. Oh mein Gott, können die aus mir rausgehen, die Leute? Sonst gewinnt die Gans noch. Ich muss hier überholen. So. Oh mein Gott, was ist? Warum ist da Wind? Warum ist da Wind? Warum ist da Wind? Warum falle ich 7 Minuten? Okay, ich gehe am Rand lang. Nö. Mir doch nicht an. Oh mein, ich bin einfach runtergelaufen, weil ich in den Chat gucken wollte. ich hab dem halt so gegönnt, den ersten Platz. Ich wurde gehackt. Ich wurde im Spiel gehackt, Leute. Ich war das nicht. So. War der Wind, ja, ich wurde runtergepustet. Stream Sniper. Ich spiele mit Kontrolle, warum fragen das alle? Was ist heute daran so interessant, ob ich mit Gamepad spiele oder nicht? Okay, jetzt schreiben es alle einfach raus, Scherz, gut. Hätte ich mir denken können. Wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? Was würde ich mir wünschen? Keine Ahnung, dass die Leute mal ein bisschen mehr nachdenken. Alle auf der Welt so. Oder einfach, dass die Welt nicht so, dass die viele Leute nicht so komisch sind auf der Welt. Mehr Wünsche? Wäre auch eine Idee. Aber es funktioniert ja nicht. Wäre zu einfach. Bleib mal realistisch. Ja, sorry. Warum sind wir eigentlich schon wieder beim Türenlauf? Hier, geh auf. Danke. Okay, schön nach links abgekürzt. Als ob alle zu sind. Außer das eine. Oh, da kann ich mein Speed... Ja... Mit den Drehscheiben hat man wenigstens gut Chance, die anderen zu überholen. Wenn man da irgendwas vom Movement her können muss. Jetzt schön erstmal an allen hängen bleiben. Perfekt. Ja, ich wollte nicht nach links, aber ich wurde einfach von der Masse nach links geschoben. Oh ja, meine Tür. Erstmal zweimal an allen hängen bleiben. Und ja, ich glaube, vielleicht werden ein paar mir vorbeigeworfen, aber ich soll es schaffen. Ja. Schön. Wir haben die Türen besiegt. Christel Dennis, ja, Ausrufezeichen Avatar ist schon im Chat, kannst du ja angucken, den Befehl, was Mubot geschrieben hat. Hast du schon die News zu Overwatch 2 gesehen? Free-to-play und so weiter? Ja, habe ich am Anfang des Streams ein bisschen drüber geredet. So 5 Minuten. Ja, Free-to-play, keine Lootboxen mehr, Battle Pass. Und scheinbar haben sie den Story-Modus komplett gelöscht. Oder sie haben einfach nicht drüber geredet. Aber ich hoffe nicht, dass sie einfach alles gelöscht haben und dass dann irgendwie mit jeder Season eine Mission dazukommt oder sowas, weil das wäre ultra lame. Dann würde ich nicht verstehen, warum es auf einmal 2 Jahre verschwunden war, das Spiel. Story-Modus kommt 2023. Nein, die haben gesagt, es kommen Seasonal-Story-Missionen. Das war das Einzige, was sie gesagt haben. Die haben nichts zum Story-Modus ansonsten erwähnt. Es kann einfach sein, dass der einfach weg ist. Und das wäre doof. Seasonal Story Content hieß es einfach. Und es klingt so, als würde jede Season eine so kleine Mission kommen oder so ein Schmarrn. Easy. Was eine Abkürzung, fast gestorben deswegen. Ja, Likes, ich kann lesen. Ich habe den Stream geguckt. Du brauchst nicht wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es kommt erstmal im Oktober PvP und im nächsten Jahr Seasonal Story Content. Mehr hieß es nicht. Story-Modus wurde nicht mehr erwähnt. In dem Stream gestern.
Tu doch nichts. Ich guck das doch alles. Das ist doch alles gut. Muss paluten? Weiß ich nicht. Auf einer Kürbisfarm. Adoptierten Kürbis. Magst du End of Blood? Ja, macht sehr gute Videos. Spielt Dark Souls. Auch ein Pluspunkt. Hat schon ein paar Mal mit mir aufgenommen und die Aufnahmen nie hochgeladen. Auch cool. Also es war alles sehr durcheinander. Es war so mit Manu und mir. War bestimmt Manu schuld. So viele Böhnchen. Jawohl. Bin gerade erst gekommen, worum geht's? Wir spielen Fall Guys. Ich will meinen Season Pass auf Level 42 leveln, weil es dann lila Skin gibt. Und den will ich haben. Oh, der schwarz-weiße, der unter mir. Genau, der Typ, den hätte ich gerne. So schwarz zu silber. Vielleicht irgendwann im Shop gewesen oder so. Ich hoffe nicht, Pancake. Dann gibt's mal wieder Terraria. Nie wieder. Nee, bei Klaus vielleicht auf dem Kanal. Oder den Acker Jesus. Nachdem wir mit Starborn fertig sind. Weiß man, ob Fall Guys kostenlos wird, wenn es in Epic Store kommt? Ja. Fall Guys wird Free-to-Play am 21. Gibt's nicht mehr dann auf Steam. Sondern noch im Epic Game Store. Wenn ihr es auf Steam jetzt noch holt, für Geld, dann kriegt ihr halt die erste Season von Fall Guys, so gesehen. Und könnt es noch über Steam spielen. Aber Steam, selbst Steam installiert jetzt schon so Epic Game Store Sachen, also ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied macht, wenn ihr das... Achso, ich sollte einen Schweif behalten. Ich wollte einfach nur da hochlaufen, weil es lustig aussah. Hey, Blume. Komm mal her. Danke. Ist meiner. Nee, ist meiner. Was wissen die Leute daran nicht, dass es meiner ist? Frame Perfect Spring! Frame Perfect Spring! Hier. Aber hoffen, dass dir niemand herkommt. Ha, Entspannung. Ha. Auf einmal regnet so eine Bohne auf mich drauf. Hallo. Oh mein Gott, der hat den geklaut. Nein, warum in den letzten 20 Sekunden? Ich hätte gehofft, dass es den runterwirbelt. Okay, wie kriege ich jetzt einen Schweif? Das wird problematisch. Oh mein Gott, danke. So nett von dir. Richtige Gönnung, Bro. Whee! Ja, wir gehen einfach hier schön an den Rand. Hier ist keiner. Mir ist langweilig, kannst du mir ein kurzes Game vorschlagen, was so 15 bis 20 Stunden Spielzeit hat, egal was. Nee. Aber Chat weiß bestimmt irgendwas. Also, wenn ich Fall Guys über Steam spielen will, muss ich das jetzt doch noch kaufen? Ja. Sonst musst du es halt im Epic runterladen. Aber selbst wenn du es über Steam startet, benutzt es so ein Epic-Account-Einlog-Ding. Jetzt schon. Ja, Supraland. Supraland ist nice. Supraland kann ich mitempfehlen. Das ist das Goldfinale mit dem Ventilator-Ding. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich springe einfach direkt selber runter. Achso, hier fallen ja dann auch noch die Platten runter. Und dann pustet das Windding einem die ganze Zeit in den Rücken. Ist der Wind stark? Weiß nicht, wie stark der Wind ist. Ich hoffe nicht allzu stark. Bleib mal hier auf der Seite. Ich und Schwarz-Weiß-Boy. Best Friends Forever. Oh mein Gott, der Wind. Bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Niemand wird mich los. Für immer hier.
okay, ich gehe vielleicht doch rüber. Als ob der Wind jetzt genau... Der Wind kam genau in der Sekunde, wo ich rüber musste. Ich wusste, dass der Wind mich umbringt. Ich guck noch zu. Schauen wir zu, wer gewinnt. Weil der Sprung darüber wäre jetzt nicht so schwer. Oh mein Gott, das Leben, Alter. Jetzt schon nur noch zwei. Verrückt. Mir sind die Wins komplett egal, eigentlich. Vielleicht für euch gewinnen, wenn dann überhaupt. Aber zum Leveln brauche ich die nicht. Warum hast du keine Fall Guys Videos mehr? Weil es keine neue Season gibt. Am 21. Nerv nicht. Zum Slam. Weißt du, ob man irgendwas bekommt, wenn man Fall Guys gekauft hat? Ja, die erste Season kriegt man. Also den ersten Season Pass. Der ist ja jetzt Premium dann. Und ein paar Skins und so. Einfach wow. Ja. Auch meine Stimmung gerade. Geben wir uns nicht mehr Erfahrung? Ja, aber... Weiß ich nicht, ist auch sehr stressig, wenn man immer nur gezielt auf Wins gehen will. Ich versuche mein Bestes, aber ja, wenn ich rausfalle, ist auch egal. Ich mag deine Emotes, vielleicht serve ich demnächst auch mal dafür rein, die sind funny. Danke. Ich hab die besten Emotes. Hast du den Among Us Skin gekauft, bekommen? Den gab's im Shop mal irgendwann. Übrigens danke Zero Deaths, Hey Nana-chan, von Friedrich, Mr. Witwe, Mrs. Ragnar und Humphreyd für eure Subs. Vielen Dank. Hast du eine Switch OLED? Nein, weil ich die Eno Dock spiele. Wieso hast denn du keine Text-to-Speech? Weil ich auch keinen Overlay habe, was Subs anzeigt und so? Weil ich alles, was nervt beim Zuschauen, nicht habe? Also Text-to-Speech finde ich manchmal lustig, ja. Aber Overlay und so finde ich ein bisschen unnötig immer. Ja, Alerts und sowas, das brauche ich halt nicht. Einfach irgend so ein extra Geräusch im Stream. Gibt oft so Story-Games, die ich gucke und dann immer pling, pling. Nee, danke. Wie glaubst du, wird die nächste Nintendo-Konsole werden? Merkwürdig. 5 Jahre von der Grafik hinter den anderen. Und komisches Internet. Die Features kann ich schon mal bestätigen. Aber ich werde sie Day One kaufen. Nintendo Lifestyle. Nee, eine neue Nintendo-Konsole ist noch keine angekündigt. Oh, guck mal, wir haben hier eine goldene Hexe. Wie viele Wins hat eine Goldhexe? Ich habe es bestimmt mal in der Folge gesagt, aber ich habe es mir ja nicht gemerkt seitdem. Aber irgendwer der Zuschauer. Okay. Dann laufen wir halt. Du bist in der gleichen Runde wie Nier Beats. Okay, dann gewinne ich. Nicht. Muss jetzt extra selber Goldhexe googeln? Komm schon, Leute. Wollen wir einen Google anwerfen? Golden Witch 444 Wins. Und jetzt sagt einer 2045. Okay. Okay. Nice. Geht ja noch, goldene Hexe. Also Kronen, nicht Wins. Bei Kronen habe ich auch 280 oder sowas in die Richtung. Der Plan für heute ist, dass ich meinen Vollgeistrang erhöhe und ja, mehr ist nicht geplant gerade. Lieblings-Nintendo-Spiel? Boah, ich mag halt vieles von Nintendo. Sind halt alle irgendwie auf ihre eigene Weise geil.
der Spiele. Also Mario Odyssey mag ich ultra. Breath of the Wild war super nice. Ja. Ich zähle mal nicht die Früchte und verlasse mich auf meine Mitspieler. 3 Lila, 2 Kokosnuss. Ich habe doch gezählt, verdammt. Wo müssen wir drauf? Wo müssen wir drauf? Warum bleiben so viele bei dem Lilanen stehen? Okay. Der Samurai wollte mich runterschubsen, hallo? Nickbeats ist der blau-gelbe Skelettmann. Blau-gelber Skelettmann. Okay. Ich sehe keinen blau-gelben Skelettmann, aber ich versuche mal einen blau-gelben Skelettmann zu finden. Wo kann ich Stream snipen? Ach, da! Da! Hab ihn. Hallo. Hallo, Among Us. Nein, hör auf, du dummer Samurai. Schon zum zweiten Mal wollte er mich runterschubsen. Oh, guck mal, aber ich bin getarnt. Hier gibt es 2 Amogos in der Runde. So, ich muss jetzt leider erstmal Krieg gegen den Samurai-Mann führen. 2 von den lila Dingern. Oh mein Gott. Da ist dieser dumme Samurai-Mann. Hier. Ich sehe sehr viele hier hinhüpfen. Ah, nice. Okay. Ein Amogus, 2 Amogi. Ja, die Overwatch-Präsentation habe ich gesehen. Schau einfach den Anfang vom Stream hier. Einfach aufs Profilbild klicken, frühere Aufzeichnungen und den jetzigen Stream anklicken. Habe ich direkt am Anfang eine Weile drüber geredet. Nick meint, er holt das? Okay. Aber es gibt leider keine 2 Gewinner. Oh nee, Schaltkreislauf. Okay, er darf's haben. 2 Runden laufen, i. Ja, das wird, sobald es Free-to-Play wird, wahrscheinlich nicht mehr so easy sein, mit irgendwem in der Runde zu kommen. Für uns zu gewinnen. Nick hatte ich gesehen in der Liste. Ja, ihr schreibt ja auch die ganze Zeit, dass er hier ist. Ich glaube, andersherum wird es ja auch so sein. Da ist er. Nick Beats. Namen machen wir halt so viel einfacher. Ja. Danke, Eisbär. Hat mir einfach den Weg freigeschoben. So. Aua. Ja. Muss try harden. So. Muss allen auf die Nerven gehen und den Knopf drücken. Ja. Schneller, mein Fall Guy. Dadurch, da lang. Da lang. Kann ich hier durch? Ja! Schneller! So, das mitnehmen. Da rüber. Ja, cool. Nice. Das ist einer von der anderen Runde noch. Warum ist alles unten? Oh Gott, ich bin rübergekommen, ja. Da kann ich rüberhüpfen. Chillig. Das ist der letzte Platz von der ersten Runde. Ich überhole den noch. Ja! Ja! Überrundet! Ja, wir gucken zu. Hallo Nick, nein! Du musst. Ja, genau da. Nein, nicht gegen die Wand. Komm schon, noch 7 Leute können ins Ziel. Beeil dich. Nein, die Wand. Und das ohne Wand. Ja. Danke fürs Duell oder so. Nee, ultra cool, jemanden im Vollgeist zu treffen. Ja, Saft Camelon, wir sehen's.
Er hat das noch nie gespielt, war sein erstes Rennen? Ja. Da hab ich hab schon ein paar Mal gespielt. Er sagt danke und gewinne. Okay, ich versuch's. Gewinn für uns beide. Gibt es einen speziellen Grund, weshalb der Freedom Squad in letzter Zeit fast nichts zusammen aufnimmt? Ja, weil einer davon gerade gar nichts macht. Der zweite sucht gerade noch einen Cutter. Ja, Links werden automatisch gelöscht. Ich hock's mir später an. Ah, cool, dass einfach gerade irgendwie wieder ein paar Leute auf Twitch Fall Guys spielen. Danke, Geldturnier. Ich mochte Fall Guys ja von Anfang an. Ich bin Fall Guys Supporter der ersten Stunde. Ja gut, am Anfang haben sie ja richtig viele gespielt. Kann ich da hochklettern? Keine Ahnung. Ja, hätt's doch nicht so. In Zeit. Ja, sonst fällt mal runter. In die Grützi. Ja, Tomatensuppe haben wir mitbekommen. Haben vorne alle geschrieben, während wir im Spielen waren. Oh mein Gott, das ist eine Axt gewesen. Ich dachte gerade, was ist da Pinkes? Hm, egal. Gibt's hier die Windturbine am Ende? Nee. Okay. Können wir es ja eigentlich ganz gut schaffen. Einfach durchkommen ist wichtig. Der Rest ist egal. Nice. So. Da auf keinen Fall mit allen hinstellen. Man fliegt garantiert raus. So, jetzt wenn Platz ist, kann ich mich hinstellen. Hui. Guck, die Goldhexe weiß es auch. Einfach warten, bis Platz ist. Ich glaube, dass alle Vollgas spielen liegt daran, dass jeder so eine Win-Challenge macht und die Zuschauer streamsnipen wollen. Ja, kann sein. Ich spiele es einfach so. Ich spiele es einfach nur, weil ich mein Pass leveln will. Ja, ne, also wir werden halt so reintrollen, wenn wir da beide unterwegs sind. Aber alleine Leute trollen ist nicht so lustig. Aber wenn man zu zweit unterwegs ist, dann ist lustig. Dann kann man die auch richtig schön bobben. Ich meine natürlich, spielt alle fair und seid nett. Warum kriegen wir eigentlich schon wieder dieses dumme Windspiel? Na gut, ist diesmal ohne Wind, aber trotzdem mache ich das nicht. Ich glaube, das ist das Finale, was ich am wenigsten mag. Ich supporte nur Mobbing in Fall Guys. Real Life nicht. In Real Life kann sich jeder verziehen, der das macht. Aber ich glaube, das hätte ich nicht mal sagen müssen. Aber trotzdem. Weiß nie, wann ein Chat was ironisch meint und wann nicht. Okay, alle, die jetzt hier im Chat dabei sind, springt runter. Dann weiß ich, dass ihr Zuschauer seid. Garantiert funktionieren. Kein Zuschauer dabei? Was? Okay, was wackelt als nächstes? Okay. Da gehen wir mal auf Nummer sicher. Ich wünsche mir halt, dass das Blaue jetzt wackelt. Das wäre richtig schön. Schade. Boah, jetzt sind wir hier mit allen zusammen und jetzt greifen die sich gleich alle wieder oder beziehungsweise mich und ich falle dann direkt in den Tod. Das wird ungeil. Und die Runde wird so lange gehen, weil kein Wind oder so dabei ist. Irgendwer wird mich garantiert grabben und dann schaffe ich einen Sprung nicht. Bei so vielen Leuten immer. Oh, goldene Hexe war aber knapp. Rand. Das war ein Zuschauer bestimmt. Johnne 5. Du bist mein Held. Goldene Hexe hat mich gepackt. Goldene Hexe will aber auch selber raus. Oh, der hat einen rausgeworfen. Zwei rausgeworfen. Ganz schön aggressiv, die goldene Hexe. Drei rausgeworfen. Ich habe Angst vor der goldenen Hexe. Abstand.
Ich muss mehr Abstand von der goldenen Hexe halten. Nehmen, weil die immer packt. Packt den Eisbär, ja. Oh, der Eisbär ist noch da. Okay. Abstand von der Goldhexe. Abstand von der Goldhexe. Nein! Ja, sie ist mit mir rausgefallen. Jawohl. Hallo, Eisbär. Hätte ich denn nicht mit dem Eisbär rausfliegen können einfach? Hat sich bestimmt für die gelohnt. Ja, ich habe Schuhe bekommen. Noch 5 Level. Ist der nur Win? Doch, ich habe einen Win. Erste Runde instant gewonnen. Alles easy. Quote wurde schon erfüllt. Ich habe so mal einen Freund seinen allerersten Win geholt. Ja, wenn man zusammen unterwegs ist, dann kann man sich ja gerne mal einfach opfern, damit einer gewinnt. Yo, der Schnitzel hat einen Sub geholt. Ne, er hat einen Sub geschenkt bekommen. Noch besser. Danke von Friedrich. Dass du hier 2 Subs verschenkt hast. Kannst du nächste Runde den Skin zeigen, den du willst im Battle Pass? Das ist kein Skin. Ich will nur eine Farbe. Und die ist lila-schwarz und die sieht fast genauso aus wie die ich jetzt gerade habe. Also, da gibt's nicht viel zu zeigen. Ich wollte aber nur einen Grund haben, Fallgeist zu spielen. Und es fühlt sich an, als würde man Fear of Missing Out halt einfach. Oh mein Gott, ich konnte halt nicht mal hüpfen. So wollt ihr also anfangen, ihr Bohnen. So wollt ihr also anfangen, mich 2-mal runterwerfen. Glaubt ihr, so gewinnt ihr gegen mich? Ach man, aber die Runde wollte ich eigentlich gerne gewonnen für Neek. Einfach um seine Legacy fortzuführen. Jo, was ist das denn, eine Trommel? Keine Ahnung. Zweimal boosten lassen. Easy. Die Wand hier geht weg. Dann da drauf. Ich wusste es. Ich hatte so Angst, dass das feste ist. Ich dachte, das ist irgendwas so, wo man einfach durchspringen kann oder so. Hör auf, die Platte zu kippen. Oh, danke. Nein, 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 nein. Okay. Geh mal hier ein bisschen außen lang. Sicher, sicher. Haben ja noch ein paar Plätze Zeit. Yo, ist das der echte Cuphead? Ich werf den ins Ziel. Du bist in der Runde 91 PZG? Heißt du auch 91 PZG? Ich finde keine 91 PZG. Nee, heißt nicht so. Achso. Das bist du. Das Krokodil, was noch am Spawn steht. Nee, ist nicht am Spawn. Kommt dazu ein Video. Am 21. startet die neue Season. Dann kommen wieder Videos zu Fall Guys. Man kann leider nicht mit mir zusammenspielen, weil ich einfach nur ein paar Levels mache. Wo kommen auf einmal 300 neue Zuschauer her? Wer hat aufgehört, Fall Guys zu spielen? Hallo? Mi. Du bist 300 Zuschauer? Als eine Person? Was ist das Theme der neuen Season? Ich glaube, das hat gar kein Theme, sondern einfach neu. Gibt es Fall Guys auf der Switch? Ab dem 21. Free-to-play sogar. Also nicht mehr lange. Okay, dann gehen wir wieder. Jawohl. Gibt es Zombie Live auf der Switch? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob es Twitch. Gibt es die Twitch-App auf der Switch? Switch? Wir werfen einfach alle Leute runter.
Wer steht zu nah am Rand? Bruder, du siehst aus wie jemand, der runterfallen würde. Ich habe nicht aufgepasst. Ah, scheinbar richtig nicht aufgepasst. Hallo du. Ah. Ja, gibt es? Okay. Das war auch knapp. Wie hoch geht der Schleim eigentlich? Ah ja. Relativ hoch. Ich sehe sehr viele da zur Birne rennen. Oh, einer ist runtergefallen. Das war ich aber nicht. Das war nicht meine Schuld. Was ein spannendes Spiel, ne Leute? Puh, ich komme ins Schwitzen. Rubbletown hatte vereinbart, dass alle Zuschauer den gleichen Skin tragen, damit man erkannt, wer zur Community gehört in den Vollgas-Runden. Ja gut, aber es hat nicht jeder jeden Skin, ne? Bisschen schwer dann, wenn ich jetzt sage, yo, legt alle mal euren lila Among Us-Skin an. Den hat, glaube ich, den haben nicht so viele. Oh, Banane. Banane. Wirbelsturm. Schön, dass einer im Chat sogar mitgezählt hat. Ich habe mir letztens eine Playstation gekauft und wegen dir auch mit Fall Guys angefangen. Okay, was heißt letztens? Weil jetzt wird es ja gleich Free-to-Play. Ich hoffe, lohnt sich dann trotzdem für dich irgendwo. Oh mein Gottes Willen, warum kommt das Spiel? Okay, das hasse ich auch. Spielst du auch Shooter? Wir haben den Stream mit Destiny angefangen. Ist theoretisch ein Shooter. Aber generell, wenn irgendwelche coolen Shooter erscheinen, spiele ich die ja. Zum Beispiel Callisto Protocol, dieses Horrorspiel, was da bei den Game Awards angekündigt, nicht Game Awards, bei den Summer Game Fest angekündigt wurde. Da habe ich Bock drauf. Okay, jetzt muss ich es schaffen. Okay. War noch okay. Runde gesaved. Hallo Genie-Mann. Na! Okay, geht noch. Alles in Ordnung. 18 Leute kommen durch. Warum werde ich nach hinten gedrückt, wenn die hier vor mir rumlaufen? Egal. Oh mein Gott. Ja, wärst du mal nicht so gebounced. Oh mein Gott, einfach stuck in dieser Rille. Hast du das Story-Game The Quarry gespielt? Das habe ich selber bei einem Streamer geguckt, bei Holly LP. Ja, dann scheint Callisto-Protokoll, ich glaube nächstes Jahr irgendwann. Oder Ende dieses Jahres war es sogar schon? War es schon Ende des Jahres? Ich glaube, es war sogar recht bald da. Ja, sah auf jeden Fall giga cool aus. Zweiter Dezember. Ja, dieses Jahr. Crazy. Hab mir Revenge installiert. Zahlt sich die Investition aus? Ja, wenn du es nur installiert hast, nicht. Aber wenn du es spielst, wahrscheinlich schon. Helfe gerne. Neue Season? Erst am 21. Sehr viele Fragen hier gerade im Chat. Ich will auch dieses Gedudel haben, aber es ist ganz am Ende im Season Pass. Warum muss man den leveln? Ja. 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 Ich vermisse Manu hier. Hier habe ich ihn immer festgehalten. Damit wir nicht wegfliegen. Wo ist er? Hallo? Hallo Manu? Ist deine Lieblingsseason in Fall Guys? Immer die neueste, weil neuer Content da ist. Keine Ahnung. Wenn es eine Halloween-Season gäbe, wäre es die. Aber gab's noch nicht. Normale? Ach, Orange. Das ist ganz schön gefährlich. Hier fliegen immer die Orangen hin, wo ich stehe. Aua.
Aua. Ich bleib aber auch drin stehen. Ah! Aua. Warum kippt es auf einmal auf die andere Seite rüber? Ach ja, die guten Fall Guys Spiele. Ich wünschte, ich dürfte ein paar Spiele einfach löschen. Ich meine, man kann hier rausfliegen, auf jeden Fall, wenn ein Obstdorf erwischt, aber... Ja. Meistens nicht so. Meinung zu Getränken mit Eiswürfeln? Boah, ich mag's halt... Mich stört es so gar nicht, wenn Getränke verwässert sind. Also, immer her damit. Baller mir 100 Eiswürfel ins Getränk. Weißt du eigentlich, dass Teamspieler raus sind? Ich hatte einen Tweet gesehen, ja. Aber ich habe bis gerade nicht dran gedacht. Ist Lila deine Lieblingsfarbe? Ja. Woran hast du es erkannt? Fall Guys ist so ein Spiel, da würde niemand sagen, mein Avatar ist unpassend dazu. Aber wenn ich Callisto-Protokoll spiele, kriege ich bestimmt wieder in den Kommentar so, dein Avatar ist aber echt unpassend. Braucht eine so eine hyperrealistische Version, die einfach gruselig aussieht. So, rein da. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wir wurden so geprankt. Oh mein Gott. Es hat einfach zweimal geprankt, dieser Lichtstrahl. Dreimal? Dreimal geprankt? Viermal? Du kannst ja aufhören, die ganze Zeit die Richtung zu wechseln. Schnell da hoch und wieder rein. Ja, ja, ja. Okay. Nein, ich wollte einen Dive machen, aber mein Männchen... Oh, mein Männchen. Ist halt einfach nur geflogen. Okay, ist eine sehr trollige Version von dem Scheinwerfer scheinbar. Jetzt aber. Gewonnen. Ja. Direkt wieder... Fertig, Runde vorbei. Meine Güte, das Spiel. Magst du das eigentlich? Ich weiß nicht, was ein Seil... Ich mag Kreise. Ja, Kreise sind schön. Ich mag den Kreis. Wenn es irgendwas mit PvP ist, dann mag ich es nicht. Was ist das Cycle, Chat? Erklärt mal. Weil der eine fragt schon zum 10. Mal, ob ich es mag. Es muss scheinbar das beste Spiel der Welt sein. Hm, Formen. Fragt? Nee, fragt. Der fragt es schon zum... mit Ä. Stimmt, kein Battle Royale Game. Leute, benutzt Google, wenn ihr fragen wollt, wann ich Geburtstag habe. Meine Güte. Ja, ich komme aus Bayern, aus dem Süden. Deswegen ist fragt für mich richtig. Auch wenn es falsch ist. Joa, dahin. Und da drüben ist auch richtig. Und das hier war auch richtig. Und das hier war auch richtig. Kommt her, meine kleinen... Schubst mir doch nicht. Ich habe euch gerade den Weg gezeigt. Was ist los mit dir? So, was wackelt nicht? Rechts und nach vorne wackelt nicht. Ah, doch, das wackelt. Hat der hier schon gewackelt? Weiß es nicht. Ja, hat er. Ah ja, gut gesehen. Zweiter. Ich komme vom Südpol. Das meinte ich mit Süden. Aber du hydrierst dich? Ja, ich hydriere mich genug. Ich habe hier mein Getränk stehen. Habe einen Schluck getrunken. Ah, ein Tempel rennt wieder. Kann ich mal irgendein so ein Finale bekommen, wo man gut sein muss? Ja gut, das mit dem Springen war eigentlich eins, wo man gut sein muss. Hier einfach nicht die Sackgasse erwischen. Was hörst du für Musik? Ich höre nicht wirklich Musik. Bin in der Hinsicht komisch.
Ja. Okay, Cuphead, bitte sei falsch. Verdammt, Cuphead ist richtig. Okay, Cuphead, sei bitte falsch. Verdammt. Aber warte, hier geht's auch lang. Okay, ich bleib beim Hühnchen. Bitte ist das richtig. Ja. Ist dann schon das Ziel hier? Oh mein Gott. Was ist denn für ein Weg zum Ziel? Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Nein. Vorsichtig. Und gewonnen. Oh. Victory Royale. Mittelpunkt der Party. Der Gewinner. Ja. Was ist denn mal für ein komischer Skin? 7 Runden. Oh, es wird auch richtig Erfahrung geben. 900. Oh, ja. Level up. Ein halb Level nur. Oh. Ein Win gibt nicht mal mehr so viel. Ja, ich will, 43 ist es sogar. Das Lila hier haben einfach. Weil Lila cool ist. Und ich würde die Tröte auch nehmen. Weil die lustig ist. Ja. Wie ist das Wetter bei dir? Ja, nee, nee, nee. Ich sag dir nicht, wie das Wetter bei mir ist, weil dann weißt du, wo ich wohne. Aber so komplett paranoid. Spielst du mal Diablo Immortal? Nee. Danke 91PZG für die 1000 Bits für den Win. Und danke Monrokata für die 100 Bits. Und danke Selentor für ein verschenktes Sub für den Win. So viel Geschenke, wenn ich was schaffe. Was hältst du von Jungle Queen? Sieht cool aus. Muss aber halt erstmal selber spielen. Willst du Hogwarts Legacy spielen? Ich weiß, ich habe mir nicht mal das Gameplay angeguckt bisher. Wenn es cool wird, vielleicht. Vielleicht kriegt sie auch einfach schlechte Wertungen und ist kein gutes Spiel. Kann ja auch noch passieren. Yo, da sind lustige Hämmer. Ich ignoriere sie einfach. Oh, die weiße Bohne da vorne, die war schnell. Ich versuche den Medium Speed. Oh, guck mal, eine goldene Hexe. Mal wieder. Irgendwie ist die goldene Hexe echt nicht so besonders, weil die aber überall rumlaufen. Was habe ich für einen Weg gewählt? Warum gehe ich in die Mitte? Einfach komplett Versagerroute. Ah, crazy. Schau mal, schaut euch die Fall Guys an. Aber komplett am Durchrasieren hier. 7 Leute qualifiziert einfach nach so einer Zeit. Wir haben ja einfach richtige Gamer. Bezeichnest du dich selbst in Fall Guys als gut? Nee, ich bezeichne mich als der Beste in Fall Guys. Ich bin der beste Fall Guys Spieler. Ja, wenn die ganzen Free-to-Play-Leute kommen, oh, da gibt's richtig schön viele Wins für mich. Oh. Ja, ich bin der Fall Guy. Danke, Gold der Goldene, für deinen Sub. Und danke, Magic, für deinen Sub. Ich habe deinen Namen einfach nur vorgelesen. Nicht verstanden, was ich da lese, aber es klang wie Magic am Ende. Das war schön.
Was ist dein Lieblingsspiel? Guck ins FAQ. Da stehen ein paar Spiele drin, die ich mag. Ich habe nicht das Lieblingsspiel. So, erstmal wieder instant runterfallen und versagen. Let's go. Ja, wisst ihr, wenn ich verliere, dann lasse ich halt einfach nur die anderen gewinnen, weil ich Mitleid habe. Okay, es dreht sich. Ich denke immer, dass... Hallo? Okay. Hui. Ich gehe mal nochmal runter. Aber 7 Jahre in der Luft. Ich will also nicht mehr diese pinken Platten erwischen. Got it. Komm, gib mir 100% bitte. Danke. Welches VR-Headset würdest du als Anfänger empfehlen? Boah. Es kommt nicht drauf an, ob du Anfänger von VR bist, sondern wie viel Geld du hast bei VR einfach. Es gibt ein VR-Headset, das kostet 6.000 Euro, aber das funktioniert nur, wenn du jeden Monat 1.500 Euro zahlst. Das ist teuer, aber das ist halt, ich glaube, da ist einfach so das Teuerste an Technik drin, was es gibt. Ich würde sagen, das im Durchschnitt beste VR-Headset ist die Valve Index, aber die ist auch teurer etwas. Also mit den Valve Index bin ich ultra zufrieden. Wenn du einfach was Billiges haben willst, was gut funktioniert, würde ich die Oculus Quest 2 empfehlen. Und PlayStation VR 2 kann theoretisch gut sein, aber das ist ja noch nicht draußen. Und da meine Meinung die einzige richtige Meinung ist, weißt du jetzt Bescheid. So, irgendwer meinte, die Goldene Hexe ist eine Bekannte von ihm. Irgendwie im Chat hier. Dann hallo. Hallo, Goldene Hexe. Schön, dich zu treffen. Aua. Ist echt in der Mitte chillen am sichersten? Muss man immer so aufpassen, von welcher Richtung der Ball kommt. Was passiert sowas? Ja, ich weiß nicht, wie sicher das jetzt war. Goldhex ist halt einfach gerade rausgefallen. Ich finde, am Rand ist man halt sicherer, weil man so die ganze Arena im Blick hat und einfach gucken kann, wo der Ball langrollt. Ja. Immortal Gott, was willst du machen? Nee, da empfehle ich dir nichts. Das Game als Finale wäre cool, nur dass alle Bodenplatten kaputt gehen. Gottes Willen, das wäre absoluter Horror, aber eigentlich cool, wenn das so diese Eiskristalle sind, die kaputt gehen, ne? Die ganze Map. Ich habe nur eine Hand, mit der ich was machen kann. Ja, dachte ich mir. Ich hab nur rumgeblödelt. Boah, ich habe halt keine Ahnung. Weil es nicht irgendwas ist, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also, ich würde sagen, ich glaube, wenn du googelst, findest du da am ehesten was. Aber irgendwas findest du bestimmt. Wird sowas so... Boah, von den Spielen, die ich gespielt habe. Okay, absoluter Gamer, der da gerade durchgehüpft ist. Die Vacation Simulator, Job Simulator Spiele in der Hinsicht empfehlen. Ich glaube, da braucht man nur eine Hand für die alle Sachen. Sind auf jeden Fall sehr chillig. Ich glaube, das neueste von denen heißt Cosmic High oder so. Also so eine Weltraum-School. Jungs, es muss nach vorne gehen, wenn ihr da seid. Okay, ja, das muss es sein. Danke, tschüss. Hui. Ja, okay. Haben wir geschafft, die Runde? Macher von Cosmic High und so sind super inklusiv und haben für jedes Problem Lösungen. Ja, genau.
Siehst du, kannst du dir die angucken. Schon wieder Tempelrind? Gibt's auch noch andere Finalen? Hallo? Ja, das ist schon in jedem Game den ersten Platz. Ja, klar. Zombie gewinnt. Spielst du mal wieder Secret Neighbor? Nein. Oh, wir haben einen goldenen Ritter im Match. Das ist motivierend. Oh, der ist gegen den Wand geübt, trotz seinem Goldskin. Okay. Aua, ich bin zu schlecht dafür. Ja, komisch, der goldene Ritter. Oh mein Gott, der ist falsch gelaufen. Nein, verdammt, ich bin auch falsch gelaufen. Ah, da kann man draufhüpfen, wusste ich. Ja, keine Chance, der ist schon dran. Der hat wahrscheinlich schon, ja. Der wusste schon, wo die Krone ist. Der hat bestimmt schon beim Hinlaufen geguckt, wo die ist. Eduardo. Der einzig wahre Community-VIP. Warum muss ich Eduardo in der Runde haben? Warum gönnt mir Eduardo nicht? Eduardo ist ein schlechter Gewinner. Ja, ich glaube, ich mache noch ein Ründchen, dann bin ich sogar fertig für heute. Weil die Dailies lohnen sich am meisten. Die geben ja auch nochmal 800 Erfahrung oder sowas. Und wenn die mal drei genommen werden, ist es halt wie ein Free-Win. Eine komplette Runde. Also spiele ich einfach die Tage einmal und dann habe ich alles. Hydrier dich, wird gemacht, Sir. Und danke, StudiVera99 und WolfWolfi für die Subs. Du hast ihn doch gewinnen lassen, dass er sich besser fühlt. Ja, genau. Stimmt. True. Kommt danach noch Minecraft? Nö. Danach kommt Offline. Ich hasse Offline. Hass Spiel. Hast du mal Autotest oder ähnliches gespielt? Nö. Kein Bock. Machst du Sport? Ja, Vollgeist, hallo? Wisst ihr, wie anstrengend das ist, hier immer der Gewinner zu sein? Warum ist hier schon wieder eine goldene Hexe? Das ist, glaube ich, dieselbe. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit dieselbe goldene Hexe in den Runden. Es spielt keiner mehr das Spiel. Oder die Stream sniped halt einfach. Yo, ich bin Sass! Insane, wir spielen die Runde im Sass-Modus. Ist egal, ob ich was sehe. Hilfe. Leider darf ich die Kamera nicht weiter runterdrehen. Na egal. Und noch nicht mich packen. Wo Eimelchen. Ja. Ja. Aua. Sassmann gewinnt. Sassmann verliert. Sassmann verliert. Nein. Okay, ich bin raus. Schade. Ein so Ding hat mich berührt und alles ist kaputt gegangen. Okay, dann machen wir noch eine Runde. Das ging ja jetzt zu schnell. 90 Erfahrung. Boah, wie selbst 90 Erfahrung mal 3 einfach richtig nice ist. Müssen wir 9 Cent per suchen? Wir raiden Mr. Moore danach. Weil der macht seinen Sabaton, der braucht mehr Subs, damit er länger online bleibt. Der streamt jetzt schon seit 8 Tagen durch. Ich will ja, dass es mindestens ein Monat ist. Der streamt 3 Minuten länger pro Sub. Ja, wäre lustig geworden, wenn ich so ins Ziel gekommen wäre. Hätte ja auch fast geklappt. Hätte mich das Ding am Ende nicht mal nochmal die gesamte Strecke runtergeworfen. Hallo, Lisan. Der Kreisel. Hat am Ende dann 1 Million eingenommen? Ich hoffe.
würde es ihm gönnen. Bis Herr Mister nicht mehr Game ist. Ja, genau, so lange muss er online bleiben. Hallo Zombie, ich frage mich schon lange, wieso Fall Guys wieder im Hype ist. Ich habe mitbekommen, es gab irgendwie ein Twitch-Turnier und viele Streamer machen da jetzt... Oh, ich bin wieder Sass! Sass Runde 2. Ja, und viele Streamer machen da irgendwas so von wegen, hey, 3-Win-Challenge gerade. Und es wird ja jetzt eh Free-to-Play. Und ich glaube, ein paar Streamer wünschen sich, dass es wieder mehr im Hype ist, damit die das spielen können, weil es eigentlich immer chillig war zu spielen. Jo, warum sehe ich nicht, wo die Falle herkommt? Wie soll ich denn ausweichen? Aua. Haha, rückwärts gegrabt. So ein Fall Guys Gameplay habt ihr noch nie gesehen. Ah, ah, Hilfe, das ist ein Hammer. Animaleko. Okay, nice. Jetzt kommt aber das Schwerste, jetzt kommt das Schwerste. Der Trick. Der Trick. Ja! Oh Gott, ich hab vergessen, dass das noch kommt. Nochmal am Rand lang. Noch eine Runde. Ja, ja, ja. Ja! Gamer! Das Mann hat gewonnen. Gottes Willen war das verwirrend, rückwärts zu laufen. Beste 50%, ja. Machst du nächste Runde richtig? Ja, ich mache nächste Runde richtig. Oh, eine Runde hat man Spaß und schon weinen die Leute. Das Gamer. Hast du mal wieder For Honor gespielt? Nee. Hab ich auch nicht vor. War im Release lustig, wo es noch viele neue Spieler gab, aber jetzt sind, glaube ich, nur noch so Triads unterwegs. Als ob das kostenlos wird. Habe es mir gekauft und gefühlt nur einmal gespielt. Ja, guck mal, jetzt hast du einen Grund zu spielen, weil alle wieder spielen. Und du kriegst den ersten Season Pass umsonst und ein paar Skins. Mit wem spielst du gerade? Mit mir selbst? Das ist eine merkwürdige Antwort, aber die richtige. Ich habe gerade mein Gamepad in der Hand. Ich weiß nicht, was ihr hier alle falsch versteht. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Am 21. kommt Fall Guys kostenlos auf die Switch. Echt? Verrückt. Der hat mir aber abgelöst. Okay, jetzt gehe ich außen rum. Nö. Jetzt bin ich beleidigt. Komm, geh Melonenwand. Hallo, Melon. Oh mein Gott. Wie kommt man denn überhaupt dran vorbei? Hallo? Wie geht das? Achso, man muss... Ah. Man muss sich da so mitschieben lassen. Jetzt verstehe ich's. Ja, ich komme ganz sicher weiter. Kein Ding, Leute. Das ist alles einfach für Spannung, mache ich das nur. Die 20 Leute da vor mir, die sind alle egal. Es ist nur noch einer, der ins Ziel darf. Hey, eine Runde geht noch. Wenn ich so verkacke. Das kann ich ja nicht zulassen. Ja, ich habe nicht mal das Level. Wir müssen das Level noch machen. 5 Kronen. Berühmte letzte Runde. Nee, nee, nicht nur noch ein Win. Das sage ich nicht.
Chat macht es jetzt nicht merkwürdig. Alles gut. Der Gamepad-Joke ist vorbei. Ich habe keinen Discord. Sorry. Okay, schön weit vorne sein, damit man wenigstens... Ich wollte nur auf dem Geländer laufen. Nicht mal das gönnen die random Bohnen hier. Ja, ich gehe, glaube ich, nach rechts. Auch wenn da viele sind. Bin ich das? Nee. Schön, wie sie alle zufällig die Balance machen. Ah, aber jetzt hier nicht mehr. Jetzt gehen alle auf derselben Seite. Irgendwann wird's kippen hier. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Sehr schön. Was ein Poser. Musst du da so schräg ins Ziel hüpfen. Ich probiere das erst gar nicht. Rennen mit übelst an Splatoon von den Sounds und Musik. Ja. Haben schon einige gesagt. Stimmt ja auch. Captain Chris. Ne, wo bist du gelandet? Oh, Captain Chris darf weiter. Der grüne da hat einen voll coolen Skin. Habe ich jetzt aber auch schon ein paar Mal gesehen. Ist, glaube ich, auch ein Stalker. Stream Sniper. Splatoon-Crossover oder so ein paar Nintendo-Crossover wären cool, wenn es jetzt auf der Switch ist. Es wäre aber echt Splatoon-Skins im Spiel gibt. Flareon. Bist du hier, Flareon? Bist du im Chat? Hallo? Kommen wir zum Stonk, wenn die Runde gut läuft. Ich hab's doch so allgemein schon überlegt. Ich will Mario Röhrenskin. Okay, ja, wäre auch cool. Besser als einfach nur Mario. Hi Chat, bin neu in der Zombie-Community. Ich glaube, du bist das einzige Mitglied. Es gibt keine Zombie-Community. Es gibt nur die Leute, die mich immer flamen die ganze Zeit hier im Chat. Sind alle gemein zu mir. Gemeinsames Niedermachen. Oh mein Gott, ich werde so verlieren. Da, ja, ja. Oh, ich werde so gewinnen, weil die alle da... sind die weit weg. Was für Loser. Ja. Oh, jetzt hat er heimlich hier gebremst, mein Momentum gestoppt. Hallo? Boah, ich muss den einmal festhalten, den Heiß, tut mir leid. So. Oh mein Gott, ja, ich bin vor ihm. Absoluter Gamer-Moment. Ich gehe einfach zu Fuß. Sollen die sich alle reinhämmern lassen? Danke, Couch Potato. Das ist die Bestätigung, die ich brauche. Danke übrigens an Aaron, Lena und Itachi Uchiha Fanboy für die Subs. Ach, deswegen bist du neu in der Zombie-Community, weil du gesubbt hast. Ich verstehe. Jo, genieß die coolen Emotes. Spielst du da noch was? Ja, ich spiele danach offline. Lieblingsgame. Vielleicht auch noch eine Runde essen und chillen. Sind auch zwei gute Spiele. Ich
Ich liebe Essen. Oh mein Gott. Ja, Lieblingsspiel. Es ist ein Mega-Game. Vergessen wir immer, dass es existiert. Ja, aber dann wird man überrascht auf einmal von Essen und dann... Oh. Ich weiß noch, wo es diesen Bug gab, wo man diesen Röhren geglitscht hat und einfach verloren hat. Weil ist halt so. Hier wusste ich auch mal, welche Röhren man nehmen muss für die guten Wege. Jetzt hätte ich mir irgendwas gemerkt. Ah, guck mal, der Among Us ist da reingegangen. Ich folge dem mal. Hallo. Yo, Among Us, Bro. Yo, ich spring mit drauf. Nein, warum darf ich nicht mit? Bin du früher gedived. Jetzt spawne ich aber irgendwie hier in Timbuktu. Wo 200 Leute auf einmal vor mir sind. Es sind halt wirklich 200 Leute vor mir. Meine Güte, was eine Map. Einfach verloren. Einmal runtergefallen. Ja, ich freue mich auf neue Spieler. Ja, ich hüpfe mal darüber. Ich weiß nicht, was schneller ist, aber ich bin eh sonst raus. Och, danke. 17. Wenn neue Leute da sind, werden die Runden nicht mehr so knapp. Wenn ich ein VR-Game selber mache, spielst du es dann? Nee. Und dann hast du echt viel Zeit verschwendet. Also keine Ahnung, wenn es ein cooles Spiel... Ich spiele einfach gerne Spiele, die cool sind. So einfach ist es. Wenn du ein cooles Spiel machst, dann ist es cool. Imagine, der ist aber schon 70% fertig und hört das. Ich bin aber nur ehrlich. Heroes of the Storm Video von dir gesehen. Spielst du es immer noch? Nee, ich habe das allgemein relativ wenig gespielt. Warum ist eigentlich... Moment mal. Sind alles Community-Leute, die lila Amogus sind? Guckt ihr doch den Stream? Hallo? Weil es sind echt viele Amogus in den letzten Runden immer dabei. Ein großer Amogus-Fan. So, einmal so, dann hier wieder hinlaufen und dann wieder so und dann wieder darüber laufen und dann wieder so. Und jetzt fliegen irgendwelche raus, bitte. Zu viele Gamer. Der Roboter ist rausgeflogen. Da war ein Sass-Mau-Typ. Ja, immer wenn mehrere Amogi unterwegs sind, wird einer Sass. Das ist dir so gewünscht? Ja. Rottlaw 1 und Mikus Boyfriend. Der echte Miku von Hatsune Miku, der Boyfriend, der echte. Und schon wieder Tempelrind. Ja. Ob wir das heute gesehen haben. Tempelrind. Glaubst du, du gewinnst jetzt? Ich glaube nicht, nur ich gewinne. Amongi, haltet die Gegner fest. Attacke. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Höllenraum? Oh mein Gott, ich habe so gehofft, dass es das ist. Aber gut, dann gehen wir auch mal unten lang. Na, was geht ab, mein lila Kollege? Ich glaube nicht, dass ich gewinne. Da hast du deine Antwort. Aber schon... Bin schon komplett am Ende der Map. Oh, das ist ein anderer Amogi.
Oh mein Gott, was habe ich denn für ein Glück, dass das so funktioniert? Schade. Ich kann diese Ventilatoren nicht. Ich check nicht, wie der Radius von denen ist. Ja, toll. Ich sehe halt da vorne schon einen Bounce. Tschüss. Wäre ich nicht einmal falsch abgebogen. Komischer Ventilator rum. Ja, Mogi hat gewonnen. Mikos Boyfriend. Let's go. Es war so gesehen ich. Sah halt einfach aus wie ich. War halt einfach schon mein Riddles dadurch. Oh, guck mal, 5 Kronen bekommen. Ich habe 5-mal gewonnen. Und ihr denkt, ich hätte nur einmal gewonnen. Ich krieg Modelawine gleich. 219 Kronen habe ich, nicht 280. Okay. Zählen ist auch schwer. Ja. Tschüss. Tschüss. Raid Mr. Moore Game. So, ja, wir raiden jetzt Mr. Moore Game. Der macht einen Sabaton für jeden Substream seit 3 Minuten länger. Der streamt schon seit 8 Tagen, gönnt euch bei ihm. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war super chillig. Vielen Dank auch nochmal an 100 Bits von 91 PZG. Und ja, vielleicht für mich die Tage nochmal Fall Guys, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall ab dem 21. kommen YouTube-Videos dazu. Und das wäre nice. Mr. Moore macht gerade eine Pause, aber wenn ihr jetzt da während der Pause reinsappt und jetzt kommt zurück und sieht wieder, dass er ewig lange streamen muss, wäre halt auch cool. Wie ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. War sehr nice, war sehr cool. Chat war chillig heute. Bis dann, euer Zimmermann. Danke an alle Mods auch noch und danke an alle, die zugesehen haben. Danke, die alle verstehen, dass ich, wenn ich sowas sage, nicht unsympathisch bin. Bis bald.